Hey Leute, willkommen zurück zu Grand Theft Auto Vice City. Wir gehen zu unserer nächsten Mission, die wir haben. Und zwar hier. In der Mitte. Wir gehen endlich mal auf eine Insel in der Mitte. So ein geiles Lied. Bin allgemein Fan von 80er Liedern, deswegen ist das hier komplett mein Spiel. Aber nicht nur deswegen. Aber zum Teil. Das Gebäude, ich erinnere mich noch gut. Obwohl, so schlimm war es nicht. Das hat mich auch verwirrt. So schlimm war das gar nicht. Aber wie ich schon gesagt habe, ich ja schon mal gesagt, dass es wahrscheinlich damals mal original schwieriger war. Oder weil ich einfach nur damit schlechter war. Ja, ich bin auch nicht gut, aber damals als Sechsjähriger war ich bestimmt noch schlechter. Na, wie alt war ich da? 5, 6? Ich glaube 6 Jahre alt. Na, weiß ich jetzt nicht mehr. War ich auf jeden Fall noch jung. Die Art. Who is this dickhead? Tommy Vercetti. You remember me. Excuse me, I'm a little anxious. Never trust a goddamn horse. You do a good job. You work for me now. I work for money. As I said, amigo, you work for me now. I work Shut up! Some Judas has betrayed me. He thinks I don't know how much money I should be making. But stealing 3% is as good as stealing 100%. No one does this to me. No one. You follow him from his apartment, and you see where he goes. Later, we will kill him. Okay. Also müssen wir ihm folgen. If this is the best Vice City has to offer, this is gonna be easy. Gib dich zum Haus des Diebes und finde heraus, wo er das Geld versteckt. Esa canción, pero me estoy cansando de tocarla continuamente para ustedes. Y cuando volvamos, voy a tomar tus live requests. Te lo digo, pero lo que te digo es mentira. Also, ich darf ihn nicht erschießen, wir müssen ihm einfach nur hinterher folgen. Wahrscheinlich nicht Aufsehen erregen. Was natürlich für mich wieder ganz schwierig wird. So wie ich nämlich hier fahre. Was ist denn hier los? Sag mal, geht's noch? Alter, nicht im Ernst, oder? Sind hier so Lahmärsche vor mir? Muss ich da hinfahren? Nein, schau durch sein Fenster. Oh, shit. Er ist aufs Dach geflohen. Bleib ihm auf den Fersen, aber erledige ihn nicht. Loser. Oh! In der Hand können wir gar nicht rennen. Too slow, Granddad. You better keep on running, asshole. Oh. Jesus.
Warum? Was ist mit den NPCs? Der hat mich gerade voll verwirrt, wie er gerade hingefahren ist. Ich dachte, er fährt nach rechts. Ah! Ich darf ihn ja nicht erschießen. Das macht das Ganze gerade so schwierig. Lass mal gerade zum hier Ammunition. Vielleicht kann man sich doch irgendwie Munition kaufen. Ja, haben sowieso voll viel Geld irgendwie, aber man kann sich auch irgendwie Immobilien kaufen. Ich weiß auch wie, nur haben wir halt leider noch kein Geld, also noch nicht genug Geld. Ich glaube, eine Immobilie kostet schon viel mehr als 5000. So, hier haben wir das Einkaufszentrum. Das sieht auch so geil aus, ne? Da wieder total Dead Rising Flashbacks. Ich meine, guck mal, da steht doch sogar Ammo. Ja, okay, Ammo, nicht Ammo, aber. Ja, es hört sich gleich an. Sind sie schon die ganze Zeit Granaten? Ich glaube eigentlich nicht. Und kannst du bitte die Waffe weglegen? Du sollst nicht mit einer Waffe hier rumlaufen, Tommy. Wahrscheinlich muss man einfach Munition bekommen durch Leichen. Denke ich jetzt einfach mal. Okay. Ja, die wären. Okay, na dann können wir jetzt. Du bist ja schon außer Puste. Die Autos verschwinden auch. Ach komm schon. Wieder in die Mitte.
Gott verdammt! Das gibt's doch nicht! Da klaue ich mir gerade ein Auto, dahinter ist schon direkt ein Polizeiwagen. Ich habe mir schon gedacht, dass das passiert. Die Polizei wird doch gar nicht auf der Karte markiert, deswegen ist es viel schwieriger zu wissen, woher die kommen. Offensichtlich. Ist nicht schwieriger, von denen zu entkommen, aber es ist einfach nur nervig und ich weiß, wo die kommen, woher die kommen. Die können jetzt einfach in eine reinfahren und du würdest es nicht mehr wissen. Aber die Polizei zu verlieren ist echt sehr einfach. Guck mal, wir haben sie jetzt schon verloren. Dafür bist du halt schon verhaftet, wenn sie bei dir die Tür aufmachen. Oh, da ist wieder einer. Ich habe gar nichts gemacht, Officer. Was ist eigentlich dieser Stern? Ich habe keine Ahnung, was dieser Stern bedeutet oder was diese Symbole allgemein bedeuten. Die Tür war auf, er macht die Tür auf. Geile Animation. Ah, das Spiel ist halt alt. Kann man nichts machen, aber sieht auch witzig aus. Vor allem das Wasser finde ich auch so interessant, da gibt es ja auch ein Easter Egg im Wasser, so eine Leiche. Und das Beste ist, oder sogar Haie, die aber nichts machen. Das Beste ist, sowas hätten sie gar nicht einbauen müssen, weil, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, aber ich erwähne es aber nochmal. Wenn man ins Wasser geht in den alten GTA-Teilen, außer, also in GTA 3 und GTA Vice City, stirbt man. Du stirbst im Wasser. In GTA San Andreas konnte man dann zum ersten Mal schwimmen. Aber wirklich, in GTA 3 und Vice City stirbt man im Wasser. Und vielleicht deswegen hat man gerade so viele Sachen im Wasser versteckt. Weil da fast niemand rausfährt. Tommy! What, Ricardo? These idiots, they're always trying to screw you. That's the problem with this business. What do you think you're doing? These pricks have failed me miserably. Soon any mom and pop will think they could sell Gallo in Vice City. What next, huh? The Stinking Mafia? That gang plays the fortress at ground level. So Quentin here. Quentin! Quentin! He'll fly you over the area. Eradicate them! What do you think you're doing? Was sollen wir machen? What are you doing here? Hey, I've been asking around. It's obvious that Diaz jumped the deal and iced my problem. And he'll kill you too. I can take Diaz. No, listen to me. I'll handle Diaz. He's beginning to trust me. Also fliegt. Ja. One thing puzzling me. What's with Quentin? I don't know. I always kind of liked it. Quentin Vance. Vance? Your name's Lance Vance? Hey, I got enough of that at school! Lance Vance, poor bastard! Where the hell are we headed anyway? Prawn Island! You ever buy one of those from a whirly? No, I'll get a bit of practice on the way, though! Ja, das ist uns sicherlich ganz einfach erklärt. Okay, we're almost there! We'll make a couple of passes! So take out as many guns as you can! Then I'll set you down, and you're on your way. Damn, this is a war zone! Let's take out some of those guns!
can hit you, man! Ach, hier unten noch. War ich doch schon. Und wohin muss ich denn? Wohl das Geld auf dem Dach. Okay, das Ziel ist doch automatisch. Sturmwarnung aufgehoben. Alle Brücken zum Festland sind wieder geöffnet. Ja, das ist irgendwie echt witzig. Die Brücken sind ja irgendwie mal geschlossen, man nicht. Das ist echt irgendwie witzig. Okay, hier gibt es nochmal eine Mission. Dann machen wir die doch gleich nochmal. Also nochmal eine Mission. Und noch eine Mission haben wir danach auch noch. Das schnellste Boot. Oh Gott. So pleased with yourself now, huh? Whoa, what were you waving at? No more pigeon shit on my car, eh, Tommy? Guess not. You're damn right. Now listen, you know who owns the fastest boat on the East Coast? Not offhand, no. Me! And I wanted to stay that way. Every smuggler from here to Caracas has one dream. A faster boat. Rumor has it, the boatyard has just completed such a vessel for some Costa Rican dickhead. And Tommy, I want that boat. Ah, I thought I got you! Where'd you come from? Pigeon! I think your pigeons are back. Begib dich zur Bootswerft an den Docks und klau das schnellste Boot. Klingt ja an sich nach einer einfachen Aufgabe. Und wenn wir es halt nur klauen müssen, dann müssen wir es ja zurückbringen. Oh komm ey, scheiß NPCs, was läuft hier denn so dumm rum? Aber, soweit ich es verstanden habe, wollen wir diesen Typ doch umbringen, oder? Aber wir wollen uns wahrscheinlich erstmal vertrauen. Alter, meine Fresse. Ich habe sogar gar nicht der erste Teil in Vice City gespielt. Ich glaube GTA 2 oder einer der ganz alten Teile, also 1 und 2, hat glaube ich auch in denen gespielt in Vice City. Hä? Ich habe nicht mal nach rechts gelenkt. Was ist denn passiert?
Okay, weird, egal. Aber gut, dass es automatisch auf jemanden zählt, weil, wie schon gesagt, das Zählen ist ein bisschen herausfordernd. Was war denn das? Okay. Oh komm, ernsthaft, Kumpel. Hä? Was ist denn für eine Markierung? Bleib weg. Oh! Suche den Schalter, um das Boot abzusenken. Jetzt will ich erstmal welche den Schalter suchen, damit ich hier überlebe. Jetzt steige in das Boot. Alter, Jesus Christ! Bring das Boot zur Villa. Geh weg, geht alle weg. Haut alle ab. Muss jetzt mal gucken, wie komme ich überhaupt lang? Also wahrscheinlich unter den Brücken durch, oder? Ja, unter der Brücke durch. Ja, wie schon gesagt, ist auch eigentlich eine einfache Mission. Nur bekommt man halt viel Schaden dadurch, aber das ist ja egal. Man kann sich ja immer wieder. Eine Panzerung ist auf jeden Fall wichtig. Und man hat ja so wenig Leben hier. Und man regeneriert sich ja auch nicht. Das ist ja gerade das. Ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Vorsicht, okay. Nicht, dass wir noch irgendwie gegen crashen und das deswegen verkackt ist. Aber können die ja nicht theoretisch einfach folgen? Egal. Oh, 4000, okay. Damn, okay. Ja, wir können uns auf jeden Fall neue Panzerungen und so kaufen. Wir haben auf jeden Fall jetzt nochmal hier ein paar Missionen. Also nochmal zwei. Ja gut, ich würde dann einfach sagen, dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal bei Grand Theft Auto Vice City und ciao.